Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Freitag. Der Einsatz der Cottbusserinnen und Cottbusser für die Menschen in und aus der Ukraine ist weiterhin ungebremst. Über einige Hilfsaktionen und Spendensammlungen haben wir in den vergangenen Wochen schon berichtet. Manche Teams machen sich nun schon zum wiederholten Male auf den Weg, um Hilfsgüter an die ukrainische Grenze zu fahren. So auch das Team von Orthopädietechnik Zimmermann. Heute Nachmittag wurden zwei Transporter am CTK mit medizinischen Hilfsgütern wie Verbandsmaterialien und technischen Geräten beladen. Wie es zu der Zusammenarbeit kam und weitere Details erklären die Verantwortlichen am besten selbst. Ja, wir sammeln hier im CTK, wir haben hier Sammelgruppen und da sammeln wir Bargeld und mit Bargeld kaufen wir hier bei unserer Apotheke, was etwas günstiger ist als bei der normalen Apotheke zu kaufen, kaufen wir hier die Materialien, Medikamente. Und auch natürlich kriegen wir jetzt auch von anderen Kliniken, Krankenhäusern alles, die alte Beatmungsgeräte, Materialien auch so kostenlos, also gespendet. Tatsächlich hat uns der Dimitri kontaktiert. Wir hatten letzte Woche, konnten wir schon den Hartiste-Konvoi unterstützen und die Verantwortlichen haben dann unsere Nummer dem Dimitri weitergegeben und dann kam der Kontakt zustande und er hat einfach einen Transport gesucht für die Hilfsmittel und Hilfsgüter, die er in die Ukraine bringen möchte. Und das alles, was wir jetzt tun, also die Hilfsgüter sammeln, das kommt erstmal in die Stadt Dnipro. Und dann wird von Stadt Dnipro, weil das ist jetzt der sicherste Stadt der Ukraine sozusagen, kommt das alles, wird das alles an andere Städte verteilt. Wir wünschen den Helfern natürlich eine gute Fahrt und dass die Hilfsgüter wie geplant übergeben werden können. Ein konkreter Spendenaufruf kam heute noch direkt von der Stadt Cottbus. Es werden derzeit dringend Kinderwagen für geflüchtete Mütter mit Kleinkindern benötigt. Wenn ihr vielleicht noch irgendwo einen Wagen übrig habt, dann kann dieser täglich von 9 bis 18 Uhr am bunten Bahnhof abgegeben werden. Außerdem sucht die Stadt noch Freiwillige, die bei der Kinderbetreuung in der Messehalle helfen können. Bei Interesse meldet euch bitte bei der Kinder- und Jugendbeauftragten Lea Brunn unter der eingeblendeten Telefonnummer oder per E-Mail. Ein Thema, das seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zwar etwas in den Hintergrund gerückt ist, aber leider noch nicht verschwunden ist, Corona. Die Zahlen in Cottbus sind weiterhin hoch und die stark ansteckende Virusvariante Omikron ist leider weiterhin auf dem Vormarsch. Seit gestern sind für Cottbus 552 Neuinfektionen gemeldet. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 1983. Die Stadt ist damit einer der deutschlandweiten Corona-Hotspots. Insgesamt 65 Patienten werden im CTK und dem Sana-Herz-Zentrum tagesaktuell mit einer Covid-19-Infektion behandelt, darunter 8 Personen auf den Intensivstationen. Vor allem die hohen Infektionszahlen bei Kindern sorgen für Anspannung, denn tatsächlich sei es für viele Kitas aktuell eine organisatorische Herausforderung, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Für einige Einrichtungen könnte eventuell sogar wieder der Notbetreuungsmodus nötig werden. Alles, was heute sonst noch rund um Cottbus und der Region wichtig ist, erfahrt ihr jetzt in unseren Kurznachrichten. Schnellere Verfahren in Schwarze Pumpe. Das Land Brandenburg möchte die Ansiedlung von Unternehmen im Industriepark Schwarze Pumpe beschleunigen. In den nächsten Jahren soll der Industriepark eine große Süderweiterung bekommen. Die Planungen dafür sind jedoch kostspielig und können nicht durch die Strukturstärkungsgelder des Bundes gefördert werden. Aus diesem Grund stellt Brandenburg 85.000 Euro zur Verfügung. Das entspricht rund 50% der vorgesehenen Planungskosten. Der Bebauungsplan soll im dritten Quartal 2023 rechtskräftig sein. Rund 25 Millionen Euro wird die Süderweiterung insgesamt kosten. Ambulante Antikörpertherapie am CTK. Im Laufe der Pandemie wurden im Karl-Thiem-Klinikum mehr als 1.700 Corona-Patientinnen und Patienten behandelt. Rund 350 sind dabei verstorben. Um Risiken für schwere Verläufe zu senken, bietet das Krankenhaus ab sofort eine Antikörpertherapie an. Dabei handelt es sich um eine halbstündige Infusion für aktuell Infizierte, nach der man wieder nach Hause kann. Sie ist für alle geeignet, die maximal 5 Tage leichte Covid-Symptome aufweisen, keinen ausreichenden Impfschutz haben, älter als 12 Jahre sind und Risiken für einen schweren Verlauf haben. Eine Anmeldung ist per Telefon unter 0355 467 9997 möglich. Hohe Waldbrandgefahr. Für das Wochenende wird in ganz Brandenburg mit der zweithöchsten Waldbrandstufe gerechnet. Gründe dafür sind die aktuell anhaltende Trockenheit, niedrige Luftfeuchtigkeit und hohe Sonneneinstrahlung.
Auch wenn es noch Nachtfröste gibt, täusche das über die aktuelle Gefahrenlage hinweg. Feuerwehren mussten schon zu ersten kleineren Wald- und Flächenbränden ausrücken. Man sei jedoch gut auf die anstehende Waldbrandsaison vorbereitet. Über das Benefizkonzert des Staatstheaters Cottbus haben wir euch ja gestern schon informiert. Morgen um 19.30 Uhr könnt ihr dann im Großen Haus Musik hören für einen guten Zweck. Denn alle Eintrittsgelder werden gespendet und für humanitäre Hilfe in der Ukraine eingesetzt. Eine Premiere gibt es darüber hinaus morgen auch noch. Mit der Kampagne Wer ist Paula macht das Staatstheater in den vergangenen Wochen schon neugierig auf die neue Schauspielinszenierung. Mehr erfahrt ihr dann ab morgen in der Kammerbühne. Nicht nur auf der Theaterbühne, sondern auch im Museum gibt es etwas Neues zu sehen. Drei neue Ausstellungen an einem Wochenende, da hat sich das BLMK ja einiges vorgenommen. Alle Kunstinteressierten freut es natürlich. Am Sonntag öffnet die Rathaushalle in Frankfurt-Oder um 11 Uhr ihre Türen. Zu sehen gibt es dort die Ausstellung Ulrike Selbot und Ingo Fröhlich, Atelier Vagabond. Schon ab Samstag sind die anderen zwei neuen Ausstellungen im Cottbusser Standort Dieselkraftwerk zu erleben. Die eine thematisiert als Fotoausstellung das Dorfleben seit den 1970er Jahren bis heute. In der anderen werden keramische Arbeiten von bildenden Künstlern zu sehen sein. Unter dem Titel Zerbrechlich stellt das BLMK darin Bildträger von insgesamt 25 Künstlerinnen und Künstlern aus. Teller, Tassen, Teekannen und Vasen. Künstlerisch gestaltet mit sinnlichen Darstellungen und Szenen. Die neue Ausstellung mit dem passenden Titel Zerbrechlich widmet sich ausschließlich der Keramikkunst in der DDR. Damals beschäftigten sich viele Künstler gerade aus dem subkulturellen Umfeld mit der Keramikkunst. Klaus Killisch war einer von ihnen. Den Kontakt zur Keramik fand der Maler damals im Berliner Osten. Das kam durch eine enge Zusammenarbeit mit der Werkstatt Wilfriede Maas. Dort ist die Tradition, dass Künstler Keramiken bemalen, also Künstlerkeramiken sind das, Gebrauchskeramik. Ich habe damals für eine Ausstellung dort in der Galerie und Werkstatt drei Wandbilder geschaffen und in den Wandbildern die meine Keramiken integriert. Also ich fand das interessant, dass die Keramiken im Bild sind und nicht wie üblich vielleicht einzeln auf einem Podest stehen, und das hat mir gefallen. Und jetzt für diese Ausstellung wurde ich gebeten, nochmal ein Wandbild neu zu schaffen, so im Sinne der Ausstellung, die ich 1992 hatte. Die Besonderheit solcher Orte wie der Keramikwerkstatt Wilfriede Maas bestand in den 80er und 90er Jahren vor allem in der engen Zusammenarbeit von bildenden Künstlern und Keramikern unterschiedlicher Generationen. Keramikerinnen haben die Formen hergestellt und die Künstlerinnen und Künstler haben sie bemalt. Und es ist was grundsätzlich anderes, ob ich mit einem Pinsel auf eine Leinwand oder mit Glasur auf so ein Gefäß drauf male. Also das ist auch ein ganz interessanter Übertragungsprozess. Wie muss ich ein Bild anders denken? Herausgekommen sind aber eben diese Gebrauchsgegenstände, die einen ganz klaren alltäglichen Nutzwert haben, die aber gleichzeitig Kunst sind. Also Bildverschiebung von der Leinwand ganz platt auf die Keramik. Rund 60 keramische Arbeiten von insgesamt 25 Künstlerinnen und Künstlern werden im Landesmuseum ausgestellt. Keramiken sind für die Museumsleiterin Ulrike Krämeyer eine ganz spezielle Form von Bildträgern. Auf die Idee zur Ausstellung kam sie beim Kaffeetrinken. Als ich immer wieder bei Atelierbesuchen in Berlin, in Dresden, in Erfurt und sonst irgendwo am Ende meiner Kaffeeschale, die mir in einer Teeschale serviert wurde, ein künstlerisches Bild entdeckt habe und dann festgestellt habe, ich bin umgeben von Alltagsgeschirr, das aber von Künstlerinnen und Künstlern, nämlich in dem Fall meist von denjenigen gemacht wurde, in deren Atelier ich gerade saß. Und da dachte ich mir, das ist ein spannendes Thema, mal zu gucken, wie sich die Bildwelt aus der Malerei und aus der Bildhauerei auf Alltagsgegenstände, nämlich Keramiken, übertragen lässt. Für den Maler Klaus Killisch ergeben sich durch die Keramik komplett neue Bildwelten. Ihn fasziniert der Gedanke, dass so Kunst nicht nur zum Betrachten ausgestellt wird, sondern auch Einzug in den Alltag hält. Ja.
Ja, das ist eigentlich das, was man sich ja auch irgendwie wünscht, dass Leute eine Tasse oder eine Kanne jeden Tag in die Hand nehmen, daraus Tee trinken, ist natürlich auch sehr verletzlich. Und der Titel der Ausstellung heißt auch nicht umsonst zerbrechlich. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, viele Keramik ist auch leider kaputt gegangen, auch sehr schöne. Aber trotzdem ist es ein wunderbares Medium. Die Farben auf Keramik strahlen auch noch Tausenden von Jahren. Das ist was ganz Tolles. Bis zum 26. Juni können sich Interessierte die Keramikkunst im Dieselkraftwerk ansehen. Nicht nur die Ausstellungsstücke, sondern auch die Präsentation dieser ist diesmal außergewöhnlich. Für den Besuch der Ausstellungen an den beiden Standorten des BLMK in Cottbus und in Frankfurt-Oder gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Monatelang war es gezwungenermaßen still auf der Bühne im Manitou in Forst. Jetzt wird es bei einem ersten Konzert nach der Zwangspause stimmgewaltig. Zu sehen und zu hören gibt es eine echte Westernhagen-Show mit der legendären Westernhagen-Bandbesetzung und dem Westernhagen-Double Marius kommt ein einzigartiges Konzertfeeling auf. Für alle Fans der Deutschrock-Legende ein echtes Highlight. Das Manitou öffnet am Samstag um 20 Uhr seine Türen. Tickets gibt es unter info@manitou-force.de oder unter der eingeblendeten Telefonnummer. Wenn ihr sonst noch ein paar Anregungen braucht, was man am Wochenende so unternehmen kann, dann schaut einfach mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Dort haben wir wieder einige Veranstaltungshighlights für euch zusammengetragen. Das war's erstmal von uns für diese Woche. Genießt das frühlingshafte Wetter am Wochenende und schaltet nächste Woche wieder ein. Dann erwartet euch jeden Tag ein kleines Special anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Piccolos. Ich sage Tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Every desert and come back again. We could go any distance to chase down every dream. We could reach all the stars, but in the end, I know where we belong. I know a place where we can go. Unsere Expertenangebote für unsere Nachbarn. Wie das Galaxy Tab A8 von Samsung für nur 199 Euro. Der Kärcher Hartbodenreiniger FC7 für nur 379 Euro. Und das Garmin Navigationsgerät für nur 89 Euro. Expert mit den besten Empfehlungen. Tauchen Sie ein in eine andere Welt und genießen Sie den Spreewald mit allen Sinnen. Ein Besuch in der Spreewaldtherme heißt, das Baden neu zu entdecken. Bade- und Wellnessangebote sind authentisch und unverwechselbar mit dem Spreewald verbunden. Eine behagliche Stimmung. Modernes Ambiente, Ruhe und Wärme versprechen ein letzte Chance auf attraktive Rabatte beim Personalsonderverkauf im Möbelzentrum Großräschen. Mit den exklusiven Personalkaufausweisen bekommen Sie bis zu 30% Rabatt auf Möbelneubestellungen und sogar bis zu 50% auf frei geplante Küchen. Dazu gibt es diesmal sogar noch 3% Personalkauf-Extra-Rabatt. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96.
Sichern Sie sich Ihre einmaligen Personalkaufpreisvorteile bis zum 26. März. Wir haben die Riesenauswahl für Ihre Wohnträume in der Lausitz. Unterwegs mit grünem Strom. Wasserkraft für saubere Energie. Grüner. Für die Lausitz, für mich. Stadtwerke Cottbus. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ist fast geschafft, aber was kommt danach? Sie möchten Ihr Kind unterstützen, um den richtigen Beruf oder das richtige Studium zu finden? Dann nutzen Sie das umfassende Beratungsangebot Elterncafé am 22. und 23. März von 17 bis 19 Uhr. Als Partner mit dabei sind die IHK, die HWK, die BTU Cottbus-Senftenberg, Netzwerk Zukunft und die Agentur für Arbeit Cottbus. Chatten Sie mit uns ganz bequem von zu Hause aus. So erleichtern Sie Ihrem Kind den Start in eine tolle Zukunft.